Hey, Clementine. Hey. How's he doing? He's perfect. Who's a perfect little man? Who's the most perfect little man in the whole world? You are. That's right. You are. He looks like Alvin. You think so? Definitely. Thank you. I'm fine. I just wish I could get warm. Clem, why don't you give her that coat we found? Sorry, you know, about the color. You really think I care about that? Do you want to hold him? Was eine Frage, ey. Was eine scheiß Frage, ey. Could I? Of course. Your family. Here. Eindeutig Alvins. Guck dir doch mal das fette, aufgedunsene Gesicht an. Das kann nur Alvins sein. Ah. Like a big sister. Oh my god, ey. Let me take him. You both should rest. Especially you. When's the last time you slept, Kenny? About 2 years ago. I'm fine. Plus, somebody's gotta watch you while Mama gets your beauty sleep. You never forget that smell. Oh my god, ey. Das Scheißspiel. Oh shit. What are you doing? Listen, I'm sorry. I've gotta go. What about Luke? What about him? Aren't you guys... Look, Luke's a nice guy, but it's not like that. And it can't ever be like that. Oh. Well, that's it then. You know, Jamie, Sarah, I'm not gonna stick around and watch it happen to you two. You know the score. You're a smart kid. But I thought you believed in me. I do. But give it enough time, and everyone's luck runs out. Laber kein Scheiß, Mann. Listen, when the shit hits the fan, because it always does, remember that you can make it on your own. It's not an option for everyone. If things start heading south, don't let them drag you down with them. You don't owe them anything. They'll make you feel like you do. Like it's all one happy family. But when push comes to shove, you'll see. I owe these people everything. They've kept me safe, looked out for me. I wouldn't be here without them. Well, they can't keep you safe forever. No one is safe forever. You take care of yourself. I mean that. Here. Oh man, jetzt gibt sie uns tatsächlich das Ding. Versatility is not overrated. Thanks. Yeah. I gotta go. Das war ein Zeichen dafür, dass sie mir sagen wollte, dass sie mir... Also, das Zeichen soll mir sagen... Sie mag mich oder sie hat mich lieb oder irgendwie sowas in der Art. Hey, thought you'd be asleep by now. You okay? No. I guess we all got stuff on our minds. Temperature's dropping. We're low on food. I think we gotta stay put for a while, you know, for Rebecca and the baby. So I'm thinking as soon as it gets light, Jane and I should go explore, see if we can find some place to scavenge.
There is no Jane. What? Jane left. For good. What? When? Just now. Are you serious? She didn't say anything about leaving to me? What the fuck? Tja. Damn it! Ach komm ey, so lange kanntet ihr euch auch noch nicht. Jetzt tu nicht so. Sorry. Backen. Sorry. Jane's gone. Really? Luke? Of all the childish bullshit. Childish? God damn it, Kenny. You know what? Just lay off. No. You put our lives, this baby's life at risk, so you two could roll around like fucking teenagers. Look, I made a mistake, all right? No, it's not all right. What do you want from me? You guys are both acting like jerks. All you guys do is fight. Look, I'm sorry, okay? I fucked up. But you know what, Jane? She made an offer. Jesus Christ, I needed it, okay? Mm. I mean, look around you, okay? Everything is shit. So forgive me for wanting to enjoy one moment of something else. Fine. But this baby, he's what matters now. Got it? So get your shit together. Oh, ganz neue Worte von Kenny, ey. Is everything all right? Everything is fine. We're gonna need a good place to raise him, which ain't here. We gotta push on. We head north. Get to Wellington. That's our best shot. There's a town across the river. It might be safe there. Or at least it might be a good stop on the way. Kenny! I'm sorry. Clem's got a point. That could be a whole town full of supplies, and not that far from here. Whole lot better than here, anyway. Looks like that's our best bet. We need to get on the road as soon as possible. We leave at first light. Whoa, whoa! What are you talking about? Rebecca needs rest. A few days, at the least. We've got that baby formula. And it won't help the rest of us. And what about shelter? We'll freeze out here. Luke's right. She needs to rest. We should wait a few days. Maybe that's for the best. We don't want to push Rebecca too hard. Just give me a day or two, Kenny. I'll be fine. This is a mistake. Look, we should all try to get some sleep. It's been a long day. Sorry. Okay, Bex. It's gonna be all right. Alles wird gut. Ja, ja. You all right? She's exhausted. We all are. I can keep going. We should have left right away, instead of waiting around. We could have found more food and been someplace warm days ago. We did the right thing. She was in no condition to move. She's worse now. We could still turn back. That's not an option. Everybody hang in there. We gotta keep moving if we're gonna make it to that town before nightfall. You don't even listen to anyone else. You just go on barking orders. Jetzt hört auf da, ihr scheiß Alpha-Wölfe. Okay, you're pushing them too hard. I'm just doing what has to be done. Like always. Keeping people alive. You're not helping anything by arguing. Well, don't forget you agreed with me about waiting to leave camp until today. Oh, here. There's a place to sit. Rebecca, let me take the baby. He's okay. I've got him. No, you rest for a minute. I'll wash him. Back off, Kenny. She said she doesn't want you to take the baby. Don't be weird about it, okay? I ain't being weird about it. Yeah, you kinda have been. And not just right now. Kenny knows what he's doing. He's been a dad before.
That's not the part I was concerned about. Hello? What is this? Tavia. Nee. Der Bengel. Wie das Licht? Bengel. Arvo? Arvo? Oh, oh, scheiße. Dane and I met him on the observation deck. Before everyone else came. That's the guy? You know this son of a bitch? Well, what's he want? He doesn't look like much. That ain't the point. Hello? Please? He has a sick sister. They might be in trouble. Hm. All right. Aber wir sind auch in trouble, ey. Hello. Your name is Clementine. Yes? Hi, Arvo. These are your friends? I'm hoping you can help me now, not like before. All of you can help. How is your sister doing? Sister? Not so good. I need, things for bandages. I need bandages. Das, der lügt doch. Hurt? No. Nikaki Aruji! Nikaki Aruji! Nikaki Aruji! Fuck! Это они? Да, это они. Скажи им, чтобы они поставили их оружие на пол, и что мы забираем все, что они имеют. Что ты хочешь, чтобы я взял? Откуда я знаю? Чтобы у их не было. Может быть, у них есть патроны. We don't want any trouble. I told them you are the ones who robbed me. They think it's funny that you're just a little girl. Robbed? And they want you and your friends to put down the guns, so we can take your things. Whoa, whoa, hang on now. What the hell? Why get excited? Clementine, you robbed this guy? All I took were the pills. Jane took your other stuff, not us. You don't have to get even with us. Jane, where's the other woman? Что происходит? Их было двое раньше. Еще один? Не здесь. I do not see a woman who was with you. Where is she hiding? What's going on? She's close by. Don't worry. It's a trap. I know it. Они прячутся. Я знаю, что они прячутся. О-о-о-о-о-о-о! This can be easy for you. Arvo, скажи, чтобы они опустили оружие. All of you, just put your guns down. This will be fine. Find my ass! Слушай, Arvo, почему они не слушают? Я пытаюсь. Тогда старайся сильнее. We have a baby! You have a baby with you? У них грудничковый ребенок. Если ты знаешь, что хорошо для тебя, опусти оружие сейчас! И слишком много! О, страйтен за сей. Drop that now or I'm gonna fucking shoot it! I'll do it! No. Drop it! Drop it! Don't fucking... Don't move! I said don't move! Ааааа! Ты хочешь умереть? Ты думаешь, что я хороший мужчина? О, найн! Прихо, остановись! Опусти оружие! О, фак! О, найн! Я не хочу умирать! Бэйби ним! Бэйби ним! Бэйби ним! НО! Фак! Oh, what the fuck, ey. Okay, Episode 4 ist zu Ende. Unsere Entscheidungen stehen an. Ja, wir haben natürlich Sarah gerettet in dem Wohnwagen, ne? Genau wie 71,3% der anderen Spieler. Wir und 44,5% haben Arvo bestohlen. Ja, das war für die Gruppe. Und ich habe auch nur die Tabletten genommen. Ich hätte auch lieber gern mit ihm geredet darüber, dass wir bald ein Baby bekommen und dass wir Schmerztabletten brauchen. Nur das und dann ist alles gut. Aber das war irgendwie nicht möglich.
Ja, wir und 86% aller Spieler haben natürlich versucht, durch dieses Ding durchzukriechen. Durch diese Rollläden unten. Ja, wer hätte das nicht getan, ne? Und natürlich, also das überrascht mich in der Tat, dass es nicht 100% sind. Wir und 92,9% aller Spieler haben das Baby gehalten. Ja, und die letzte Entscheidung, die war eindeutig. Ich weiß schon gar nicht mehr, weil ich so schnell reagiert habe. Ich habe es ja gelesen, aber ich weiß nicht mehr, was die andere Option war. Wir und 56,4% aller Spieler haben, ja, haben die Überreste von Rebecca abgeschossen. Und ich sage bewusst die Überreste von Rebecca, weil es nicht mehr Rebecca war. Oh mein Gott, was ist alles passiert? Was ist alles passiert? Lass mich kurz nachdenken. Sarah tot. Ja. Damit hätte man vielleicht rechnen können, aber ich habe nicht gedacht, dass es auf diese Weise passiert. Ich habe gedacht, die wird irgendwie verrückt oder so, macht irgendwie daraufhin was Dummes. Aber es ist ja einfach so passiert, man konnte da gar nichts dagegen tun. Ich habe ja alles dafür getan, sie zu retten, ne? Ich weiß nicht, ob Jane alles getan hat, aber sah es schon so aus, keine Ahnung. Ja, Jane und Luke haben sich miteinander vergnügt. In einer Welt wie diesen, ne? Kann einem alles Trost spenden. Von daher bin ich ihm nicht böse grundsätzlich, was das betrifft. Das sind halt Bedürfnisse, ne? Jeder hat diese Bedürfnisse. Jedes Lebewesen auf dieser Erde hat diese Bedürfnisse. Es gibt Lebewesen, die sterben dafür, nur um das, um sich fortzupflanzen. Ja, Rebecca hat ihr Kind bekommen. Wir haben keinen Namen. Wird das Kind überleben? Was waren das für Schüsse, die wir jetzt natürlich gehört haben? Weil wir Rebecca erschossen haben, ging die wilde Schießerei natürlich plötzlich los. Ich habe die zweite Option überhaupt nicht mehr im Kopf, was da passiert ist. Was ich hätte noch auswählen können. Vielleicht wäre das andere besser gewesen. Dann wäre aber vielleicht was Schlimmeres passiert. Ich weiß nicht mehr, was die zweite Option war. Ich habe es komplett verdrängt, weil ich das für die beste Alternative gefunden habe. Für die beste Option gehalten habe, um das Baby zu retten. Das hättet ihr bestimmt ähnlich gemacht. Ja gut. 44% oder fast 44% aller Spieler haben das nicht getan. Ich weiß die zweite Option gar nicht mehr. Was hättet ihr getan? Hinterlasst mir eure Meinung zu dieser Episode. Und ich glaube, einer, der wird sich jetzt wieder leicht benachteiligt fühlen. Die Russen sind die Bösen wieder mal. Beziehungsweise hätten die uns überfallen, wenn wir vorher Arvo nicht überfallen hätten, ist halt die große Frage, weiß ich nicht. Er ist ja auch nur so ein jugendlicher Bengel, sag ich mal. Und ich glaube nicht, dass er so eine große Entscheidungskraft in dieser Gruppe gehabt hätte. Aber wie gesagt, das mutmaße ich nur. Was denkt ihr? Wenn wir Arvo nicht ausgeraubt hätten, wäre es dann so gewesen, dass wir nicht ausgeraubt worden wären am Ende der Episode? Oder glaubt ihr, das wäre so und so passiert? Lasst es mich wissen, lasst mir auch sonst eure Meinung zu dieser Episode, wie hat es euch so gefallen, plätschert die Story nur so vor sich hin, wie die GameStar so sagt, zumindest Episode 2 bis 4 soll ja die Story nur so vor sich hin plätschern, was ich, nicht wirklich nachvollziehen kann, aber vielleicht habt ihr dieselbe Meinung, vielleicht denkt ihr auch, ja, passiert ja eh nur belangloses Zeug, keine Ahnung, also mich nimmt das voll mit. Ich find's cool, dass Kenny wieder zu sich gefunden hat. Und das Baby sollte ja Hoffnung bringen. Ja, was ist mit Jane? Wird Jane nochmal auftauchen? Oder wird sie als Einzelgängerin dahin schwinden, um in Season 3 wieder aufzutauchen, die ja schon angekündigt ist? Oder wird es so sein, dass Jane nochmal auftaucht in Season 2 und doch mehr an uns hängt, als sie es sich anmerken lässt? Weil sie hat ja uns immerhin diese Nagelfeile geschenkt. Was ja darauf hindeutet, ne, sie findet uns schon so ein bisschen dufte. Ja, ansonsten habe ich es eigentlich erwartet, dass Rebecca über kurz oder lang, also entweder habe ich gedacht, das Baby kommt nicht durch, wonach es ja dann auch für ein paar Sekündchen aussah. Ich war dann so erleichtert, als dieses Baby auf der Welt war. Das kann ich euch gar nicht sagen, ey. Als es dann endlich angefangen hat. Oh, herrlich war das. Das war so herrlich. Ansonsten, wie gesagt, seid ihr mit meinen Entscheidungen zufrieden? Hättet ihr irgendwas anderes entschieden, dann schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Wäre dann auch cool, vielleicht, wenn ihr begründet, warum.
was eure Motivation dahinter ist, wäre ganz nett zu erfahren. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn euch diese Episode und meine Spielweise dazu, meine Kommentierweise, ich weiß, viel rede ich ja in diesem Projekt nicht, aber es liegt in der Sache dieses Spiels, in der Natur dieses Spiels. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, ich kann euch dann begrüßen zu Episode 5. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich bedanke mich vielmals für euer Interesse an The Walking Dead Season 2. Ich bin Verity und ich bin jetzt back. Bis dann. Bye, bye. Und tschüss. So